Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute mal etwas Unglaubliches zeigen. Und zwar habe ich eben einen Hacker reportet, und zwar den Oliver Olli 42. Ich habe ihn für Kill auch auf Forcefield und Fly reportet. Und ihr seht schon hier, ich habe Fly beim Report groß geschrieben, weil ich finde, dass man das sehr, sehr deutlich erkennt. Ich zeige euch am besten einmal vorher den Beweis. Das Video stelle ich euch auch in die Beschreibung, falls ihr es euch nochmal angucken wollt. Beziehungsweise glaube ich auch, dass die Qualität jetzt gerade nicht so mega gut ist. Aber auf jeden Fall finde ich, sieht man an dieser Stelle hier ganz deutlich Speed oder Fly Hacks. Ihr habt es gesehen, da wie schnell er auf einmal näher kommt. Und vor allem gibt er mir eine ziemlich schnelle Combo mit zwei Hits und das sah auch sehr nach Hacks aus. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen hier. Also wie gesagt, das ist auch in der Beschreibung verlinkt, falls ihr es euch selber angucken wollt. Und ich finde, man sieht sehr deutlich Fly Hacks. Also ich finde, das sieht man unglaublich deutlich. Ich zeige es euch einfach noch einmal, weil ich finde, ihr sollt wissen, um was es hier geht. Und zwar hier ganz deutlich nochmal, wie der Typ da angeflogen kommt, ja? Okay, auf jeden Fall habe ich eine Antwort auf diesen Hacker-Report bekommen von einem Mod, und zwar heißt der Mod Mining and Dining. Und zwar werde ich gerade den TS zugespammt, ich glaube es geht los. Ne, auf jeden Fall schreibt mir der Typ einfach, dass das Video zu kurz ist, um wirklich sicher zu gehen quasi, dass der Typ hackt. Und das Video muss mindestens 20 Sekunden lang sein, laut den Hive-Regeln oder so, keine Ahnung. Und wenn ich stichhaltige Beweise habe, kann ich das Video hier nochmal hochladen, und zwar halt ein bisschen länger, halt über 20 Sekunden. Und ganz ehrlich Leute, diese Antwort regt mich sehr doll auf. Ich bin mal, ich versuche jetzt einfach mal objektiv zu bleiben. Auf jeden Fall, der Mod scheint mir sehr, 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 sehr inkompetent zu sein, weil, dieses mit den 20 Sekunden, ich weiß nicht, ob das stimmt, das kann natürlich stimmen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich habe schon ca. 50 Hacker-Reports gehabt und es ging vielleicht 2 oder 3 länger als 20 Sekunden, ja. Die meisten sind halt zum Beispiel in One in the Chamber einfach nur 10 Sekunden lang und da erkennt man das schon, finde ich, relativ gut. Und die werden halt auch alle gebannt, auch wenn das Video nur 10 Sekunden lang ist. Und bei den meisten sieht man die Hacks nicht mal so deutlich wie hier. Also ich meine, der Typ ist mir hinterhergeflogen, ja? Ich zeige euch das hier ganz gerne nochmal. Ja, es geht um diesen Typen da, der mir hinterhergeflogen ist. Und der Typ schreibt mir einfach, dass das nicht als Beweis reicht, um ihn zu bannen. Ja, Mining and Dining heißt der Mod. Ich wollte euch einfach mal nur mal zeigen, wie inkompetent manche Mods einfach sind. Und das ist jetzt wirklich nichts gegen ihn, ja? Er kann ja nett sein und wie er will, aber der Punkt ist einfach, wenn man Mod ist und einfach keine Ahnung von Hacks hat, was er offensichtlich nicht hat, sonst wäre der Typ gebannt, ja? Also wenn man keine Ahnung von Hacks hat, sollte man keine Hacker-Reports bearbeiten. Und der Typ kann mir einfach nicht erzählen, dass das nicht für einen Bann reicht, ja? Der Punkt ist einfach, ich muss einfach ein 20-Sekunden-Video anscheinend bringen, ja? Ich werde einfach das Video jetzt einfach nochmal hochladen, nur mit einem Screenshot am Ende, wie der Typ einfach hier schreibt, dass der Typ nicht gebannt wird. Und dann streche ich das Video halt auf über 20 Sekunden und dann wird er hoffentlich gebannt, weil es ja über 20 Sekunden ist und man erkennt, dass er hackt. Ja, ich wollte euch das eigentlich nur einfach so mal mitteilen, dass es tatsächlich Leute gibt, die offensichtlich hacken wie sonst was und einfach nicht gebannt werden, weil es einfach Mods gibt, die es nicht drauf haben, ja? Und ja, ich hoffe, euch hat das Video eigentlich nicht gefallen, weil ich finde, sowas sollte euch nicht gefallen. Und ja, Mining and Dining, du bist ziemlich inkompetent. Und ich hoffe, ja, wir sehen uns bei einem weiteren Video von mir. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.